Einer der wichtigsten und grundlegenden Unterschiede, den du unbedingt kennen musst, wenn du dich mit dem Thema Geld und Finanzen auseinandersetzt und damit intensiv beschäftigst, um deine Finanzen zu optimieren, dein Vermögen aufzubauen und zu schützen, ist der Unterschied zwischen Ausgaben und zwischen Investitionen. Was ist der entscheidende Unterschied zwischen einer Ausgabe und einer Investition? Dieser Unterschied ist nicht immer auf den ersten Blick und für jeden leicht und klar erkennbar. Wenn du willst, kannst du gleich einmal für dich überprüfen, ob du hundertprozentig richtig liegst und den Unterschied zwischen einer Ausgabe und zwischen einer Investition tatsächlich kennst, so dass du ihn auch in der Praxis für dich anwenden und nutzen kannst. Halte dazu am besten an dieser Stelle gleich mal dieses Video an, hol dir Zettel und Stift vorher und schreibe auf, ja, halte diese Antwort bitte schriftlich fest, damit du am Ende des Videos für dich vergleichen kannst, wie war der Unterschied zwischen deiner Antwort und dem, was du jetzt hier erfahren wirst. Und schreibe bitte jetzt auf, halte jetzt das Video an und schreibe auf, was ist eine Ausgabe? Halte jetzt an und mach es bitte. Danke, wenn du das gemacht hast. Und jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Bitte mach nochmal das Gleiche. Was ist eine Investition? Schreibe auch da wieder deine Antwort bitte mit auf. Halte jetzt an und schreib es jetzt auf. Am Ende dieses Videos kannst du für dich überprüfen, ob du recht hattest oder ob du hoffentlich was dazu lernen konntest. Bleibe also unbedingt bis zum Ende des Videos dran und erfahre den grundlegenden und wichtigen Unterschied zwischen einer Ausgabe und einer Investition. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere doch diesen Kanal, dabei hilfst du mir sehr. Empfehle mich gerne in deinem Freundes- und Bekanntenkreis weiter. Gib mir einen Daumen hoch, wenn du zufrieden bist mit diesen Videos und schreibe gerne deinen Kommentar, deine Erfahrung und deine Meinung in den Kommentar unten mit hinein. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen zu Geld krisensicher anlegen. Mein Name ist Carsten Koblitz und heute geht es um das Thema wesentlicher Unterschied zwischen einer Ausgabe und einer Investition. Um mit deinen Finanzen, deiner Gesundheit oder auch anderen Lebensbereichen noch erfolgreicher zu werden, als du vielleicht derzeit schon bist, ist es immer wichtig, solltest du immer überdenken, ist das gerade eine Ausgabe, was ich tätige, oder ist es eine Investition? Egal, ob du Zeit in etwas hineingibst oder ob du Geld in etwas hineingibst oder ausgibst. So viel schon mal vorweg. Die Investitionen sollten immer deine Ausgaben übersteigen. Du solltest immer mehr Investitionen haben als Ausgaben. Du bekommst hier in diesem Video einen Geheimtrick, einen Powertrick sozusagen, wie du ab sofort sehr schnell und sehr genau entscheiden kannst und umsetzen kannst, was ist eine Ausgabe und was ist eine Investition. Bleib unbedingt dran. Ja, kommen wir gleich zum Thema Ausgabe oder Investition. Was ist eigentlich der Unterschied? Das sind die Fragen, die ich immer wieder bekomme. Und du kannst dir nach diesem Video auf jeden Fall beantworten, produzierst du überwiegend Ausgaben oder tätigst du auch Investitionen? Denn der Unterschied zwischen Ausgabe und Investition ist leider nicht immer gleich für jeden so schnell erkennbar. Deswegen bleib dran und schau dir unbedingt dieses Video bis zum Ende an. Warum ist es überhaupt so wichtig, den Unterschied zwischen Ausgabe und Investition zu kennen? Hier einmal als Beispiel, dass dir das vielleicht am schnellsten und am einfachsten verdeutlicht. Einen Euro, den du ausgibst, ist ein Geldarbeiter, den du in die Arbeitslosigkeit schickst. Aber ein Euro, den du investierst, das ist ein Geldarbeiter, den du auf Arbeit schickst und der jeden Tag für dich dafür sorgt, dass Geld zu dir zurückkommt. Und jetzt ist die Frage, was hättest du lieber? Einen Geldarbeiter in der Arbeitslosigkeit oder aber einen Geldarbeiter, der dir Geld bringt? Deswegen ist es einfach so wichtig, das zu wissen, diesen Unterschied zu kennen und vor allen Dingen danach zu handeln. Ist es eine Ausgabe, was ich gerade tätige? Oder ist es eine Investition? Geldarbeiter, arbeitslos oder beschafft mir Geld? Das merkt ihr immer, schreib es dir auf am Anfang, behalte es im Hinterkopf und du bekommst am Ende des Videos, wie versprochen, noch einen Praxistipp, wie du das nie vergessen wirst und wie du auf jeden Fall immer weißt, ist es Ausgabe oder ist es eine Investition,
was du gerade tätigst. Sehr häufig ist es ja so in der Praxis, man kauft Dinge, die man nicht braucht, von Geld, das man nicht hat, um Menschen zu beeindrucken, die man nicht leiden kann. Ja, leider sieht man das immer wieder mit teuren, viel zu teuren Autos, zu teuren technischen Geräten, zu teuren Klamotten und so weiter und so fort. Und dass du dich davon nicht beeindrucken lässt, dass du in diese Falle nicht hineintappst, deswegen schau einfach weiter dieses Video. Als allererstes muss ich sagen, es gibt einen gravierenden Unterschied und es gibt sehr viele unterschiedliche Definitionen zu dem Thema, was ist Ausgabe, was ist Definition. Kennst du das Gesetz von Saat und Ernte? Hast du darüber schon mal etwas gehört? Was du sähst, wirst du ernten. Das weiß jeder Bauer. Keinem Bauern wird es einfallen, Hafer zu säen und erwarten, Mais zu ernten. Oder der ein oder andere wird darüber lachen. Was hier ganz klar und logisch klingt, machen aber viele in Bezug auf ihre Finanzen genau so. Es wird Geld gesät in Anlagen, wo von Anfang an relativ klar ist, was dabei herauskommt. Außer Kosten nicht viel. Aber trotzdem wird weiterhin falsch dorthin eingezahlt mit der Erwartung, es wird schon irgendwie gut werden. Dieses Gesetz greift übrigens in allen Lebensbereichen, nicht nur beim Thema Geld. Die Frage ist, investierst du Zeit in deinen Partner, in deine Partnerin, in Freunde, in Familie? Wenn nicht, musst du dich nicht wundern, dass diese Beziehungen vielleicht nicht ganz so gut sind, wie du sie gerne hättest. Investierst du Zeit und Geld in deine persönliche und berufliche Weiterbildung? Falls nicht, auch da musst du dich nicht wundern, wenn du nicht besser wirst in diesen Bereichen und auf der Stelle trittst und nicht so richtig vorwärts kommst. Aber kommen wir zurück zum Thema, was ist eine Ausgabe? Du gibst Geld für etwas aus und bekommst nichts zurück. Das ist die einfachste Variante. Vielleicht etwas deutlicher, du gibst Geld für etwas aus, was danach weniger wert wird oder sogar wertlos. Zum Beispiel Auto. Du kaufst ein Auto, fährst vom Hof. Ich gehe jetzt vom Neupreisauto aus. Kaufst dir ein Auto, fährst vom Hof. Erkundige dich mal, was du mit deiner Fahrt vom Hof, was du als Investition oder als Ausgabe, was du verlierst. Du wirst staunen. Es sind 15-20%, was du sofort weniger hast. Ähnlich ist es bei Kleidung, Alkohol gar nicht zu sprechen, essen gehen und so weiter. Wir schauen uns verschiedene Beispiele einfach mal an. Eine Frage vorneweg, gibt es schlechte Investitionen? Ich sage nein, weil eine Investition, das sehen wir dann weiter hinten noch, ist immer gut, weil es etwas ist, was danach mehr wert wird oder Geld bringt. Eine schlechte Investition ist etwas, was weniger wert wird oder sogar ganz weg ist. Und damit ist es eigentlich keine Investition, sondern eine Ausgabe. Und das ist ganz, ganz entscheidend, weil das verschwimmt öfters und das verwechseln sehr viele. Warum das so wichtig ist, bleibt dran. Natürlich, das muss man ganz klar sagen, natürlich sind Ausgaben nötig. Zum Beispiel Miete, Nahrung, Strom und so weiter und so fort. Aber, und hier kommt das ganz, ganz große Aber, es gibt einige Ausgaben und die sind ja bei vielen sehr hoch, die besser in Investitionen umgeleitet werden sollten, wenn man bedachter vorgeht. Was ist eine Investition? Wenn ich Geld für etwas hergebe, was mir hinterher mehr Geld in mein Leben bringt oder aber, wo der Wert steigt, der Wert dessen, in was ich investiert habe. Klassisches Beispiel ist die vermietete Immobilie. Wenn ich eine kaufe, bringt mir diese eine Monat, also eine vermietete Immobilie, keine eigengenutzte, bringt mir diese eine monatliche Miete, also eine Geldeinnahme. Das ist eine kluge Investition, weil natürlich gibt es ein paar Rahmenbedingungen, Lage und so weiter und so fort. Darauf möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, sondern eine kluge Investition deswegen, weil es fast die einzige Anlage ist, wo jemand anders in deine Anlage investiert, nämlich der Mieter. Es ist also erst einmal eine Ausgabe, du gibst Geld aus und bekommst aber mindestens deine Ausgabe zurück. Je besser deine Investition, umso mehr Geld bekommst du zurück. Zusammengefasst kann man also sagen, eine Investition soll mehr bringen, als ausgegeben wurde. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, Ausgabe oder Investition? Benötigt oder Verschwendung. Das ist so ein Hilfsanker noch mit, wo du dich immer fragen kannst, um dich vor nicht benötigten Ausgaben zu schützen, damit du mehr für Investitionen zur Verfügung hast.
ist es einfach so, der Erfahrung nach, zumindest ist es bei mir und in meinem Freundeskreis so, hat fast jeder viel zu viele Dinge, die gar nicht oder nicht mehr benutzt werden. Das geht schon im Kleinkindalter los. Wenn du Kinder hast oder wenn du Leute kennst, die Kinder haben, schau mal, ohne jetzt den Zeigefinger zu erheben, es geht hier einfach nur um das Beispiel, schau einfach mal in diese Kinderzimmer hinein. Wie viel steht dort rum? Fang bei dir am besten selber zu Hause an. Wie viel steht dort rum und was wird davon tatsächlich benutzt und wie viel davon wird nicht mehr benutzt? Und vielleicht hast du das ja auch so. Was aus deinem Kleiderschuhschrank ziehst du tatsächlich an? Ich kenne Leute, die haben 30, 40 Paar Schuhe. Kann man haben. Ich frage mich dann immer, wann willst du das anziehen? Wann nutzt du das Ganze? Anders ist es natürlich wieder. Es gibt ja mittlerweile bestimmte Schuhe. Das ist schon wieder eine Investition. Du kaufst die für 200 Euro und kannst die mit einer Wertsteigerung für 300, 400, 500 Euro verkaufen. Das meine ich nicht. Ich meine die Schuhe, die du für dich selbst kaufst und am Ende nicht nutzen kannst, nicht anziehst, weil wer zieht 40 Paar Schuhe an? Wie vieles in deiner Wohnung steht oder hängt nur noch sinnlos herum und verstaubt einfach, ohne dass du es nutzt? Frag dich mal. Das ist einfach nur ein Ansatz. Wie gesagt, das ist kein erhobener Zeigefinger. Das ist ein Tipp, wie du vielleicht noch das eine oder andere bei dir besser verwenden kannst. Es geht immer um die Frage Geldvernichtung oder Gewinn. Eine Frage, die du dir immer stellen solltest: Welchen Mehrwert bringt dir eine Ausgabe? Und ich meine jetzt nicht kurzfristig ein paar gute Gefühle. Du gehst jetzt irgendwo rein und sagst jetzt ein schönes Hemd, ein schönes T-Shirt, ein schönes Kleidungsstück, was auch immer, und sagst, das muss ich unbedingt haben. Du hast dich bestimmt schon auch dabei erwischt, du hast es gekauft und wie lange hält dieses gute Gefühl tatsächlich an? Was kommt sehr häufig danach? Kaufreue bzw. das Gefühl ist weg und um dieses neue Gefühl wieder zu haben, musst du wieder was Neues kaufen. Ist das eine sinnvolle Investition? Ich glaube eher nicht. Und dasselbe, das kann ich in jeden Bereich runterbrechen, ob das im Fernsehen ist, ob das im neuesten Handy ist und so weiter. Deswegen immer die Frage, kannst du das Erworbene mit Gewinn veräußern? Dann ist es eine Investition. Bringt es dir langfristig eine Wertsteigerung oder wie kannst du davon langfristig profitieren? Deswegen der Geheimtrick, den ich dir gesagt habe, frage dich vor jeder Geldausgabe, bringt mich diese Ausgabe, die ich tätigen möchte, bringt mich das meinem Ziel näher? Natürlich ist Voraussetzung dafür, dass du Ziele hast, aber das ist wieder ein anderes Thema, auch darüber wirst du hier Videos demnächst finden. Also ganz, ganz wichtig, vor jeder Ausgabe bringt mich diese Ausgabe, die ich jetzt tätigen möchte, wie gesagt, vor jeder Geldausgabe, ganz, ganz wichtig, lass dich nicht von Gefühlen leiden, sondern geh am besten nochmal nach Hause, lass es 72 Stunden setzen, das Ganze, lass es sacken und frage dich intensiv, bringt mich das, diese Ausgabe meinem Ziel näher, welche Ziele du auch immer hast. Und diese Frage kannst bzw. solltest du dir übrigens immer stellen, nicht nur beim Geldausgaben, sondern natürlich auch bei deiner Zeitgestaltung. Wie viel Zeit verbringst du mit Fernsehen, mit irgendwelchen sinnlosen Schrott, keine Ahnung, was es jetzt alles gibt, aber völlige Verblödungssendung. Wie viel Zeit bist du in Social Media unterwegs, um irgendwelche sinnlosen Posts zu lesen, wo du gar nicht weißt, stimmt das überhaupt, ist das überhaupt wahr, wo du dich wieder verrückt machen lässt oder ähnliches, wie viele Videos und so weiter. Frage dich wirklich einmal, wie verbringst du deine Freizeit? Wie läuft bei dir deine Zeitgestaltung ab? Bringt dich diese Zeitgestaltung, und auch da wieder die Frage, bringt dich diese Zeitgestaltung deinem Ziel näher oder nicht? Das ist die Frage. Dasselbe bei Aktivitäten. Mit welchen Menschen verbringst du deine Zeit? Bringen dir diese Menschen Freude? Geben sie dir Energie, Inspiration? Also Positives? Oder ist das eher jemand, der dir Energie raubt? Wo nur Negatives, nur Meckern, nur Jammern, wie schlimm alles ist und so weiter. Ich rede jetzt nicht davon, dass man sich mit Freunden unterhält, und der hat gerade eine negative Erfahrung gemacht, dass man sich einfach mal austauscht, dass er sich mal auskotzen kann, sich mal ausheulen kann, dass du ihn aufbauen, motivieren kannst. Das ist alles okay. Ich rede von denjenigen, die gar nicht wollen, dass du sie aufbaust, dass du sie ermutigst, sondern einfach nur immer jammern, immer nur Missgunst verbreiten, über jeden herziehen und so weiter. Ich glaube, da kennt jeder einige, trenn dich von diesen Leuten. Ganz klar, ganz klare Entscheidung. Frag dich auch dort, bringt dich dieser Umgang mit diesen Menschen
Bringt dich das dein Ziel näher oder eher nicht? Und damit komme ich an den Anfang zurück, stelle dir immer die Frage, bringt mich das, was ich gerade tue oder vorhabe oder im Geldbereich, was ich gerade ausgeben möchte, bringt mich das meinem Ziel näher? Vielleicht ein Tipp dazu, mach dir einen kleinen Zettel und schreib diese Frage auf. Steck sie hinterm Spiegel, leg sie irgendwo auf deinen Schreibtisch, egal wie alt du bist, in deinem Ranzen oder sonst irgendwo, in dein Portemonnaie am besten. Dort ist es auch sehr gut, dass du vor dieser Ausgabe, wenn du dein Portemonnaie zückst, diesen Zettel nochmal siehst. Und bis du diese Frage ganz einfach in dein Leben integriert hast, ich sage, verstoffwechselt hast einfach, dass es selbstverständlich für dich ist, dass du dir immer diese Frage stellst, bei allen deinen Aktivitäten und Ausgaben eben. Und wenn du dir jetzt mal ein paar Fragen für die Praxis, du kannst dir gerne im Kommentar mal drunter schreiben, wie du das siehst. Wenn du dir gutes Essen, vitaminreich, bio, ballaststoffreich, also richtig gesundes Essen kaufst, ist das eine Investition oder eine Ausgabe? Wie ist es, wenn du jeden Tag Chips, Alkohol, Zigaretten kaufst? Ist das eine Ausgabe oder eine Investition? Schreib es doch einfach mal in den Kommentar hinein, wie du es siehst. Wenn du ein Seminar für viel Geld kaufst, ist das eine Ausgabe oder eine Investition? Wenn du Sport machst, ist das eine Ausgabe oder eine Investition? Wenn du Zeit mit deinen Eltern, Kindern, Partner, Partnerin, Menschen, die du liebst, Menschen, die dir Kraft geben, die dir Inspiration geben, die dir Positives geben, ist das eine Ausgabe oder eine Investition? Eine wichtige Frage, die ich dir noch mitgeben möchte, ist, wofür gibst du so alles Geld aus? Sei ehrlich zu dir selbst, sei kritisch zu dir, wenn du wirklich mehr aus deinem Geld machen willst. Wenn du sinnvolle Investitionen tätigen möchtest, dann schreib einfach mal für dich wirklich alle Ausgaben auf. Möglicherweise ist die Antwort darauf erschreckend, zumindest ernüchternd. Vielleicht gibst du ja Geld für eine viel zu große Wohnung aus, für ein zu großes Auto, für viel zu teure Klamotten, für Technik und so weiter. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber wenn ich aufhöre aufzuschreiben, für was ich Geld ausgebe, gebe ich automatisch viel mehr aus, als wenn ich diszipliniert wirklich jede Ausgabe aufschreibe. Ich kann dir das nur empfehlen. Mach das längere Zeit für dich, führe ein Haushaltsbuch, führe eine Excel-Tabelle oder was auch immer. Auf jeden Fall schreib für dich über einen längeren Zeitraum auf, wo tätigst du Ausgaben. Und dann kannst du für dich ganz schnell erkennen, dann bekommst du eine Richtung, hast du mehr Ausgaben oder hast du mehr Investitionen? Hast du vielleicht noch Reserven, wo du investieren kannst? Weil ich selber behalte nur so den Überblick, weil ansonsten frage ich mich immer wieder sehr schnell, wo ist eigentlich schon wieder das viele Geld hin? Ja, ein Tipp aus der Praxis dazu auch noch. Setze dir selbst ein Limit, wie viel du im Monat ausgeben kannst, ohne dass du auf sinnvolle Investitionen verzichtest, die dir ja langfristig helfen, dass du dir immer mehr leisten kannst. Wenn du dir diese Summe erarbeitet hast, hebe diese am Anfang des Monats in bar ab und teile dir dieses Geld für den ganzen Monat ein, also Woche für Woche. Und wenn das Geld alle ist, dann gibst du einfach nichts mehr aus. Wenn es mitten im Monat alle ist, dann hast du halt entweder dir ein falsches Limit gesetzt oder aber zu viel ausgegeben. Weil eins ist ganz klar, wenn du langfristig eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit aufbauen willst, dann wirst du sehr wahrscheinlich nicht daran vorbeikommen, zumindest am Anfang zu lernen, auf das eine oder andere zu verzichten. Ja, ganz klar, zu verzichten. Zum Beispiel zu großes Auto, Wohnung, Klamotten, viel zu teure Urlaube, zu lange Urlaube, teures Handy und so weiter. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Lass dir nichts vorflunkern. Wenn du langfristig erfolgreich sein willst, dann hat das immer irgendwo mit auf eine gewisse Zeit auch mit einem Verzicht zu tun. Das ist einfach so. Das soll dich allerdings nicht vom Thema Sparen bzw. Investieren abhalten, ganz klar. Beschäftige dich mit dem Thema Finanzen, ganz, ganz wichtig, weil du musst lernen, richtig und sinnvoll zu investieren und natürlich das Ganze auch zu diversifizieren, also zu streuen, aber dazu in anderen Videos mehr dazu. Deswegen sind die Grundlagen immens wichtig. Das ist eine absolute Grundlage, zu wissen, was ist eine Ausgabe und was ist eine Investition. Wenn du Fragen dazu hast, gerne in den Kommentar, gerne auch zu mir direkt Kontakt aufnehmen. Aber im Kommentar kann man, glaube ich, noch viel mehr mit anderen auch sich austauschen. Jetzt noch ein Tipp.
trifft bei jeder Ausgabe eine Entscheidung. Die beste Investition, die du tätigen kannst, ist Zeit und Geld in deine Weiterbildung zu geben. Jawohl, in deine Weiterbildung war ich früher auch nicht. Ich habe immer Geld investiert in mich und meine Weiterbildung, aber vor 20, 30 Jahren noch nicht so mit der Freude und mit dem Ziel, so wie dann später. Damals war es immer mehr so, muss ich halt ausgeben, weil ich das einfach noch nicht verstanden hatte, obwohl mein Vater zu mir schon in Schulzeiten gesagt hatte, Großer, alles, was du lernst, das kann dir niemand mehr wegnehmen, alles andere kann man dir wegnehmen. Das habe ich immer nicht so verstanden, aber durch Scheidung, durch was, es gibt viele Umstände, wie du alles verlieren kannst oder sehr viel verlieren kannst, aber alles, was du in dich selber investierst, das kann dir keiner mehr nehmen. Und es gibt auch zahlreiche Studien dazu, dass dir keine andere Investition im Leben mehr Rendite bringt, als wenn du Zeit und Geld in dich selbst und in deine Weiterbildung investierst. Ganz, ganz, ganz wichtiger Tipp. Und überlege dir wirklich bei allem, wo du Geld oder Zeit hingibst, ist das eine Ausgabe oder ist das eine Investition? Und versuche immer, so viele Investitionen wie möglich zu tätigen. Fazit: trifft bei jeder Ausgabe eine Entscheidung, ob diese dir langfristig Mehrwert bringt oder nur eine kurze emotionale Befriedigung ist. Schreib dir einmal über einen längeren Zeitraum, mindestens aber über 3 Monate, besser wäre ein ganzes Jahr, auf, wofür du Geld ausgibst. Und dann Hand aufs Herz, sind alle deine Ausgaben oder zumindest die meisten sinnvoll? Schreib es in den Kommentar. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Ich bin gespannt über deine Erfahrung, über deine Tipps. Ich freue mich sehr. Danke, dass du das Video angeschaut hast und ich wünsche dir alles Gute bei der Umsetzung. Wenn du irgendwas nicht verstanden hast, schau es dir nochmal an oder schreib es in den Kommentar bzw. nimm Kontakt mit mir auf.